In den 1960er Jahren gab es einen Wettstreit zwischen zwei Ländern bzw. zwischen zwei Flugzeugbauern, den es so wahrscheinlich noch nie gegeben hat und auch so schnell nicht noch einmal geben wird. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es kann dabei natürlich nur um die Überschall-Passagierflugzeuge gehen, welche in dieser Zeit entworfen, gebaut und getestet wurden. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen vergleichbar mit der Mondlandung, denn auch das war ja ein absoluter Wettlauf zwischen der Sowjetunion und den USA. Die Mondlandung der Amerikaner war im Juli 1969 und Anfang der 1960er Jahre konnten die Sowjets natürlich noch nicht wissen, dass sie dieses Rennen verlieren würden, aber auch wenn es um die zivilen Überschall-Passagierflugzeuge ging, wollten sie auf jeden Fall die ersten sein. Und das ist auch nachvollziehbar. Der US-Flugzeughersteller Boeing war zu dieser Zeit allerdings relativ schnell aus der gemütlichen Runde der Teilnehmer im Rennen um den ersten Überschall-Passagierjet wieder draußen, denn eine Boeing 2707 wurde nie in einem flugfähigen Zustand gebaut und so hätte das Ding tatsächlich heißen sollen. Was damals ein herber Rückschlag gewesen sein muss, darüber wissen wir heute, dass es einer der wichtigsten Wendepunkte in der Geschichte des US-Flugzeugbauers war. Sie rollten im Jahr 1968 die Boeing 747 aus ihren Hallen und die hat, wenn man so will, dem Unternehmen Boeing das Leben gerettet und war ein absoluter Volltreffer, ganz im Gegensatz zu den dann wirklich gebauten Überschallflugzeugen. Das Rennen um den ersten Überschall-Passagierjet lieferten sich jetzt nämlich die Briten und die Franzosen zusammen gegen die Sowjetunion und die Zusammenarbeit zwischen den Briten und Franzosen, die beschränkte sich wahrscheinlich hauptsächlich auf finanzielle Aspekte und natürlich auf den Austausch von wichtigen Informationen, die von den besten Ingenieuren der jeweiligen Länder zusammengetragen wurden. Und dann streitete man sich noch eine ganze Menge darüber, ob jetzt hinten an dem Wort Concorde wirklich noch ein E hinten dran muss oder halt lieber nicht. Aber gut, lange Rede, kurzer Sinn. Das Wichtigste, was wir hier eigentlich noch sagen sollten, ist, dass der russische Passagierjet seinen Erstflug am 31. Dezember 1968 hatte und die Concorde flog das erste Mal am 2. März 1969. Mit anderen Worten, die Russen waren tatsächlich schneller. Der Flieger der Sowjetunion war jedoch mehr ein vorläufiges Exemplar, welches man schnell noch so ein bisschen zusammengeschustert hatte, damit man auf jeden Fall als Erster in der Luft ist. Das Exemplar, was dann danach bei der Aeroflot eingesetzt wurde, das wurde nochmal grundlegend verändert. Aber es ist geflogen. Sehr ineffizient, aber es ist geflogen. Aber genauso war es ja auch mit der Concorde. Das Flugzeug wurde deutlich über 5000 Stunden getestet. Es ist damit das Flugzeug der zivilen Luftfahrt, welches die meisten Teststunden bekommen hat, bevor es im aktiven Linienbetrieb eingesetzt wurde. Aber genau das brachte der Concorde gegenüber der russischen Konkurrenz eine konstruktionsbedingte Überlegenheit ein. Zukunft hatte sie trotzdem nicht, aber das soll heute auch gar nicht das Thema sein. Vielmehr geht es darum, dass man wahrscheinlich beide Projekte ganz nüchtern betrachtet und bitte schreibt nicht sofort einen Hasskommentar, als absolute Geldverschwendung bezeichnen kann. Die beiden Dinger haben beide ganz, ganz ordentlich Kohle vom Vaterstaat verbrannt. Im wahrsten Sinne des Wortes waren sie deswegen unnütz? Auf keinen Fall. Wahrscheinlich wurden nur wenige Flugzeuge dieser Welt mit so viel Ehrgeiz, Leidenschaft und Motivation zusammengewerkelt wie die Concorde oder die Tupolev Tu-144. Und wahrscheinlich brachten auch nur ganz wenige Flugzeuge so einen großen technischen Fortschritt mit sich, wie es die Tupolev oder die Concorde getan haben. Hier haben sicherlich eine ganze Menge Ingenieure eine ganze Zeit lang voll auf Hochtouren gearbeitet und ich erzähle euch damit nichts Neues. Das Überschallfliegen hat natürlich seinen Reiz nicht verloren. Damit das heutzutage funktionieren kann, muss es jedoch mit der heute geforderten Effizienz einhergehen und das ist gerade die große Aufgabe, vor der man steht. Das Startup-Unternehmen aus den USA mit dem hübschen Namen Boom, über das wir schon mehrmals gesprochen haben, lassen wir heute mal außer Acht, sondern wir schauen mal direkt nach Russland, denn da hat der Aeroflot-Chef in einem Fernsehinterview Folgendes gesagt. Er wünsche sich genau jetzt für seine Fluggesellschaft einen Überschalljet aus russischer Hand. Man wäre gerne Erstkunde für ein solches Überschall-Passagierflugzeug. Im gleichen Atemzug erwähnte er die Tu-144 und die Concorde und sagte, dass die damalige Zeit noch nicht reif war für Überschall-Passagierflugzeuge. Heute ist das anders. Und es soll sogar schon ein russisches Konsortium geben, welches gerade an einem solchen Flugzeug arbeitet. Moderne Technologien sollen es dabei möglich machen, das Flugzeug wirklich für eine Airline wirtschaftlich einzusetzen. Und das ist eigentlich auch genau der Ansatz, den das US-Startup Boom verfolgt. Und währenddessen verkündet die NASA, dass sie bis zum Jahr 2022 einen von Lockheed Martin gebauten Überschalljet in die Luft bringen möchte, dessen Überschallknall man gar nicht mehr unbedingt hören soll. Dabei ist das Flugzeug allerdings auch deutlich langsamer als damals die Concorde. Und mal ganz im Ernst, das klingt doch schon mal ziemlich spannend, oder nicht? Ob das wieder so ein politisch motiviertes Wettrennen wird? Naja, hoffentlich nicht. Allerdings kann man wohl davon ausgehen, dass die nächsten Jahre den ein oder anderen Prototypen für ein Überschall-Passagierflugzeug hervorbringen werden. Und das klingt doch schon mal sehr, sehr vielversprechend. Und damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das
Ganze hat euch gefallen und ich freue mich auf eure Kommentare zu dem Thema. Wann glaubt ihr denn, könnte eine Fluggesellschaft tatsächlich mal wieder einen Überschall-Passagierjet einsetzen und würdet ihr in den dann auch einsteigen? Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.